Timo sucht seine Mutter, die er noch nie gesehen hat. Vor 24 Jahren wird er in Rumänien geboren und schon wenige Monate später nach Deutschland adoptiert. Doch hier fühlt er sich nie geliebt. Deshalb verlässt er bereits als Teenager seine Adoptiveltern. Und die Sehnsucht, seine leibliche Mutter kennenzulernen, wird immer stärker. Sie einmal zu umarmen, wäre sein größtes Glück. In der Hauptstadt Berlin leben 3,5 Millionen Menschen. Einer von ihnen ist Timo. Der 24-Jährige führt auf den ersten Blick ein ganz normales Leben. Er arbeitet als Friseur und lebt im Berliner Szeneviertel am Prenzlauer Berg in einer Wohngemeinschaft. Doch sein Leben wird von einer großen Sehnsucht überschattet. Timo sucht seine Mutter. 1989 wird er in Rumänien geboren und 9 Monate später von einer deutschen Familie adoptiert. Warum seine leibliche Mutter ihn abgibt, weiß Timo nicht. Bis heute gibt es keinen Kontakt zu ihr. Alle Versuche, die Familie in Rumänien zu finden, sind gescheitert. Jetzt ist Julia Timos letzte Hoffnung. Hallo Timo, ich freue mich sehr. Hallo. Ich auch. Sollen wir rein? Ja, na klar, komm mit. Timo, wen suchst du? Ich bin auf der Suche nach meinen leiblichen Eltern in Rumänien. Vor allem suche ich meine leibliche Mutter. Ist das so der größte Wunsch in deinem Leben? Ja, das ist mir sehr wichtig. Weißt du irgendwas über deine Mama? Kaum, ganz wenig. Ich weiß nur, dass sie mich damals als Baby weggeben musste. Glaubst du, sie hatte keine andere Wahl? Ich glaube, es ist schwer für eine Mutter, sein leibliches Kind wegzugeben, sehr schwer, denke ich. 1989 wird Timo in Turda, Rumänien, geboren. Sein Name damals Lucian Markovic. Bei der Geburt treten Komplikationen auf. Deshalb verbringt er die ersten 9 Monate im Krankenhaus. Dort wird eine deutsche Familie auf den kleinen Jungen aufmerksam und adoptiert ihn kurze Zeit später. Sie taufen ihn Timo, leben gemeinsam als Familie in Deutschland. Die Adoptiveltern haben Timo sogar angeboten, seine leibliche Familie in Rumänien zu suchen. Damals fühlte Timo sich dazu noch nicht bereit. Heute bereut er das sehr. Timo, hast du denn in deiner Adoptivfamilie ein Nest gefunden? Teilweise. Es war keine schöne Zeit. Ich war halt immer das Problemkind. Das war nicht sehr angenehm für mich. Der kleine Timo wächst mit 2 weiteren Geschwistern auf. Doch Geborgenheit und Zuneigung fühlt er in seiner Familie nicht. Das Verhältnis wird immer angespannter. Wusstest du von Anfang an, dass du adoptiert bist? Kannst du dich daran erinnern, wie das war? Es war so ab 11, 12 Jahren ungefähr, haben sie mir das dann erzählt. Das war ein Schock für mich. Ich musste es erstmal verarbeiten, ich war traurig, weil man geht ja davon aus, dass es eigentlich seine leiblichen Eltern sind. Ne? Was könnte eine echte Familie bedeuten? Eine echte Familie, dass sie für einen da ist, wenn es einem schlecht geht, dass sie mich unterstützt. Das wäre so ein schönes Gefühl. Das kenne ich gar nicht. Geliebt werden, richtig? Ja. Timo lebt in einer Familie und ist doch so allein. Als Adoptivkind fühlt er sich nicht gewollt, glaubt, dass seine Geschwister bevorzugt werden. Mehrfach rennt er von zu Hause weg oder versucht, durch Eskapaden Aufmerksamkeit zu bekommen. Beide Seiten finden nicht mehr zueinander. Dann bin ich mit 15 ausgezogen. Wohin bist du gezogen? In eine Aufnahmegruppe. War das der bessere Ort in dem Moment für dich? Es war ein Schutz für mich und für sie. Der Abstand. Das ging gar nicht mehr. Seit diesem Auszug muss Timo immer wieder schwierige Phasen ohne Rückhalt der Familie überstehen. 3-mal wechselt er die Stadt. Mit 19 zieht er nach Berlin und bekommt sein Leben in den Griff. Darauf ist er heute stolz. Doch alles, was Timo fehlt, ist zu wissen, woher er kommt. Mit jedem Tag wächst die Sehnsucht nach seiner leiblichen Mutter. Timo, welche Anhaltspunkte hast du für meine Suche? Dass ich in Turda geboren bin, dass meine leibliche Mutter Elena Markowitschki heißt und dass ich damals Lucian Markowitschki hieß. Timo, wenn ich deine Mutter finden sollte, was wäre dir ganz wichtig, was sie wissen soll? Dass ich sie über alles liebe, obwohl ich sie nicht kenne, als meine leibliche Mutter.
Würdest du gern wissen, ob du deiner Mama ähnlich siehst? Ja, schon. Ob sie so ähnlich tickt wie ich, so ein bisschen. Wäre das dein neuer Geburtstag? Ja, schon. Das wäre ein neuer Lebensabschnitt auf jeden Fall. Timo, ich verspreche dir, dass ich alles versuchen werde, um deine Mama und deine Geschwister zu finden. Ja. Von Berlin fliegt Julia in das 970 Kilometer entfernte Turda nach Rumänien. Die Kleinstadt liegt in der Region Siebenbürgen, besser bekannt als Transsilvanien. Ein weites, hügeliges Land, dünn besiedelt mit kleinen Dörfern. Rund 50.000 Einwohner wohnen weit verstreut. Besonders reich ist hier kaum jemand. Alles, was Julia weiß, ist, dass Timos leiblicher Name Lucian ist, seine Mutter Elena Markovic heißt und er am 21. August 1989 hier geboren wurde. Laut Adoptionsunterlagen wurde Timo im größten Krankenhaus der Stadt Turda geboren. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin und habe die Hoffnung, dass man mir dort vielleicht etwas mehr über seine Mama, Elena Markovici, sagen kann. Vor dem Krankenhaus wartet bereits ihr Dolmetscher Trajan auf Julia. Die beiden werden in den nächsten Tagen gemeinsam nach Timos Mutter suchen. Bist du Trajan? Hallo. Ja, hallo, ich bin Julia. Hallo. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wollen wir mal rein? Ist das hier das Krankenhaus? Das ist sofort. Okay. In diesem Krankenhaus wurde Timo vor 24 Jahren geboren. Deshalb hofft Julia, hier mehr Informationen zu bekommen. Doch die Dame am Empfang erklärt, dass generell keine Patientendaten herausgegeben werden. Julia erklärt ihr die besondere Situation. Dann darf sie ausnahmsweise in das Krankenhausarchiv. Hier ist eine Frau aus Deutschland. Sie braucht ein paar Informationen. Kannst du ihr bitte weiterhelfen? Hallo, ich bin Julia. Hallo. Maria Kadarsund. Ich brauche Ihre Hilfe. Ja, setzen Sie sich bitte. Danke. Merci. Ich brauche Informationen über eine Mutter, die vor einigen Jahren hier in dem Krankenhaus ein Kind zur Welt gebracht hat. Können Sie mir vielleicht da weiterhelfen mit Daten? Die Daten unserer Patienten darf ich eigentlich nicht rausgeben. Tut mir leid. Können Sie da vielleicht eine klitzekleine Ausnahme machen? Denn es gibt in Deutschland diesen mittlerweile jungen Mann, der ganz verzweifelt seine Mama sucht und auch seine Wurzeln hier in Rumänien. Sie sind sozusagen meine letzte Hoffnung, denn das hier ist die einzige Information, die ich habe. Wenn das so ist, mache ich gern eine Ausnahme. Ein Sohn braucht seine Mutter. Das ist wichtig. Oh, danke schön. Spontan versucht die nette Frau Julia zu helfen. Doch gibt es nach 24 Jahren überhaupt noch Informationen zu Timos Geburt? Im Computer sucht sie Elena Markovic. Markovic, Anna, Markovic, Maria, Markovic, Mariara. Keine Elena. Keine. Tut mir leid, Elena steht hier nicht. Gar nichts. Haben Sie denn irgendwelche alten Aufzeichnungen, ein Archiv oder so, wo man noch mal gucken könnte? Weil sonst bin ich wirklich schon verloren. Es gibt noch ein altes Aktenarchiv. Vielleicht finde ich dort etwas. Damals hatten wir noch keine Computer. Ich werde da mal suchen, aber es kann eine Weile dauern. Oh, ich habe alle Geduld der Welt. Hauptsache, Sie helfen mir. 2 Stunden später. Julia wartet auf die Archivarin in einem anderen Trakt des Krankenhauses. Vielleicht gibt es tatsächlich handschriftliche Akten, die ihr weiterhelfen. Sie haben Glück? Ja. Ich habe tatsächlich eine Elena Markovic gefunden. Sie hat hier insgesamt 10 Kinder zur Welt gebracht. Ich habe ihnen alle Informationen zu den Kindern rausgeschrieben. Es ist leider nicht viel. Wir haben nur die Vornamen und das Geburtsdatum der Kinder vermerkt. Es gibt leider keine Adresse oder Telefonnummer. Aber vielleicht kommen Sie damit weiter. Also, das haut mich jetzt wirklich um. Timo hat sage und schreibe 9 Geschwister. Das bedeutet ganz viel neue Recherchearbeit. Aber ich bin sehr froh, es gibt zwar keine Adresse und keine Telefonnummer, aber mit einem dieser Namen müssten wir doch irgendwie weiterkommen. Dankeschön. Merci. Auf Wiedersehen. Eine halbe Stunde später in ihrem Hotel. Julia vergleicht die Namensliste von Timos Geschwistern aus dem Krankenhaus mit den Einträgen im örtlichen Telefonbuch. Zunächst im Ort Turda. Da findet sich aber keine Übereinstimmung. Die nächste Großstadt, Cluj, ist ebenfalls verzeichnet.
Auch dorthin könnten Teile der Familie Markovic gezogen sein. Da, Markovic Marcella. Marcella ist doch hier. Da, ist hier drauf, Marcella. Von den 9 Geschwistern ist nur ein Name sowohl auf der Liste als auch im Telefonbuch. Das heißt, wir haben jetzt genau einen Eintrag. Marcella Markovic aus Klutsch. Das ist gar nicht so weit von hier. Und wenn wir ganz viel Glück haben, könnte das Timos Schwester sein. Wir fahren da jetzt sofort hin. Von Turda sind es rund 40 Minuten Fahrzeit bis nach Klutsch, zu Deutsch Klausenburg. Die Hauptstadt der Region Siebenbürgen. Etwa 320.000 Menschen leben hier. Die Geschichte der Stadt wird an ihren Bauwerken deutlich. Eine Altstadt mit historischen Palästen. Der Großteil aber ist Plattenbau aus der Zeit des Kommunismus. Im Boulevard Titulescu soll Marcella Markovic wohnen. Telefonisch war sie nicht zu erreichen. Aber Julia hofft, sie hier vor Ort anzutreffen. Markovic, Markovic, Mircea, Matej, Moldovan, kein Markovic. Die wohnt hier anscheinend nicht mehr. Ich habe gesehen, an der Straße gibt es noch einige Eingänge. Für den Komplex hier? Ja. Das ist meistens so. Ja? Ja? Probieren wir es mal. Zur Hausnummer 8 gibt es 4 Hauseingänge. Wo genau Marcella wohnt, steht nicht im Telefonbuch. Julia geht alle Eingänge ab und fragt die Hausbewohner. Ich suche eine Marcella Markovic. Sagt Ihnen das was? Das sagt mir nichts. Wie lange leben Sie schon hier? Seit 1987, aber ich kenne sie nicht. Merci. Alles Gute für Sie. Danke. Tschüss. Obwohl zu dieser Adresse eine Marcella Markovic eingetragen war, kennt keiner diese Frau. Niemand erinnert sich an den Namen. Ja, also hier gibt es leider keine Marcella. Ich habe gehofft, dass ich hier vielleicht Timos Schwester finde und somit einen Hinweis zu seiner Mama. Aber hier kommen wir nicht weiter. 2 Stunden später, ein Café in Klutsch. Nachdem die Suche über das örtliche Telefonbuch nichts gebracht hat, probiert Julia es online. In einem sozialen Netzwerk sucht sie nach Markovic. Wieder findet sie eine Marcella. Die wohnt in Sandules, ein Nachbarort von Turda, dem Ort, wo Timo geboren wurde. Mit Hilfe des Dolmetschers schreibt sie ihr eine Nachricht. Hoffentlich meldet sie sich. Ich hoffe auch. So, wir haben jetzt beim Durchgehen aller Namen genau eine Übereinstimmung im Internet gefunden. Wieder eine Marcella Markovic. Wir haben jetzt eine Nachricht geschrieben, beziehungsweise Trajan hat es für mich getan. Und jetzt kann ich nur noch abwarten. Der nächste Morgen in Turda. Bislang besitzt Julia noch keinen handfesten Hinweis auf Verwandte von Timo oder Lucian, wie er vor der Adoption hieß. Also diese Marcella hat sich leider bisher noch nicht bei mir gemeldet. In ihrem Profil stand, dass sie aus Sandules kommt. Bevor ich jetzt hier tatenlos im Hotel rumsitze und auf eine Nachricht von ihr warte, fahre ich da jetzt mal hin. Vielleicht kriege ich irgendwas über sie raus. Rund 8 Kilometer von Turda entfernt liegt Sandules. Ein kleines Bauerndorf mit etwa 700 Einwohnern. Im Rathaus will Julia eine Spur auf Familie Markovic finden. So, dann versuchen wir mal unser Glück hier. Möglicherweise sind Timos Mutter Elena Markovic oder einer seiner Verwandten hier gemeldet. Hola. Guten Tag. Ich bin aus Deutschland und bin auf der Suche nach einer Familie, die hier vielleicht lebt. Können Sie mir da weiterhelfen mit Informationen? Julia erklärt der netten Frau vom Rathaus die Situation. Daraufhin durchsucht diese das Melderegister der Gemeinde. Sollte Familie Markovic tatsächlich hier leben, müsste sie in diesem Register verzeichnet sein. Julia erfährt, dass hier 5 Dörfer gemeinsam verwaltet werden. Deshalb dauert die Suche einige Zeit. Ah, hier. Markovic Elena. Nee, darf ich gucken? Ja. Markovic Elena. Das ist die Mama. Oh, ich freue mich. Welche Familie Markovic? Die Familie Markovic wohnt hier im Ortsteil Kopaceni in der Hausnummer 326. Können Sie es mir aufschreiben? Im Nachbardorf Kopaceni gibt es keine Straßennamen, nur Hausnummern. Trotzdem ist es endlich eine Spur, die Julia Mut macht. Tausend Dank. Darf ich Sie einmal umarmen? Dankeschön. Sehr gerne. Alles Gute. Danke. Also wenn das jetzt nicht die richtige Spur ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Kopaceni 326. Da muss Timos Mutter leben. 3 Tage später.
Julia hat Timo, der bei seiner Geburt noch Lucian hieß, nach Rumänien eingeladen. Sie möchte ihm von dem Ergebnis ihrer Suche berichten. Hallo Timo. Hallo. Ich freue mich. Ich auch. Gute Reise, ja? Ja, danke, ja? Komm mit hier. Timo, ich habe hier in Rumänien nach deiner Mama gesucht. Und das war am Anfang auch ziemlich kompliziert. Aber ich habe irgendwann in einem Rathaus eine Adresse bekommen, wo deine Mama leben soll. Mhm. Und da bin ich hingefahren. Echt? Mhm. Guck mal. Ja. Mit 26. Da ist es. 326. Das ging gut. Da ist jemand. Hallo. Ich brauche Ihre Hilfe. Vielleicht ist es eine Schwester. Ula. Hallo. Hallo. Ula. Ich bin Julia aus Deutschland. Sind Sie Frau Markovic? No. Nein, mein Name ist Pop Loredana. Pop Loredana. Ah, aber Familie Markovic wohnt hier? Nein. Nein, hier wohnt die Familie Pop. Ich bin ganz dringend auf der Suche nach der Familie. Kennen Sie Familie Markovic? Nein, und ich kann mich erinnern, dass die Vorbesitzer des Hauses auch nicht so hießen. Ich verstehe das gar nicht, weil ich war in Sandulesch im Rathaus und man hat mir dort diese Adresse gegeben, 326. Vor einigen Jahren hat man hier überall die Hausnummern geändert. Das heißt, das könnte vorher eine andere Hausnummer gewesen sein hier? Da. Genau. Ah, ich verstehe. Schade, dass Sie es nicht sind. Ganz lieben Dank. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Danke. Viel Erfolg noch. Auf Wiedersehen. Ja, das haut mich jetzt wirklich um. Ich hatte so ein gutes Gefühl, dass ich hier richtig bin. Aber Timos Familie lebt hier nicht mehr. Wenn die 326 früher aber zu einem anderen Haus gehört hat, könnte es ja sein, dass sie auch irgendwo anders hier noch leben. Ich suche ja einfach weiter. Ach, da sieht man es auch noch. Da ist die alte Nummer, die ist verrostet, und daneben die neuere. Das war vorher die 219 und jetzt die 181. Mona. Hallo. Ich komme aus Deutschland und ich suche Familie Markovic. Wohnt die hier? Markovic? Nein, tut mir leid. Okay. Sie? Sagt Ihnen der Name Markovic was? Markovic? Ja. Familie. Familie Markovic? Die kennen wir nicht. Aber kommen Sie doch mal mit. Ach, wie nett. Jetzt kommt sie mit Getränk. Oh, einen kleinen Schluck. Einen kleinen Schluck würde ich nehmen. Was sagst du? Die rumänische Gastfreundschaft. So früh habe ich, glaube ich, noch nie Wein getrunken. Dann, wie sagt ihr? Norok. 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 Gut. Für uns? Ja, das ist für Sie ein bisschen Gebäck. Danke für die Fahrt. Danke. Sehr gerne. Danke. Merci. Wir sind so nett alle hier. Boah, der kommt aber fast drüber. Hallo, ich suche die Familie Markovic. Kennen Sie die vielleicht? Nein, tut mir leid. Ich wohne erst seit Dezember hier. Ich suche eine Familie Markovic. Kennen Sie die? Ich wohne schon lange in diesem Dorf, aber an den Namen kann ich mich nicht erinnern. Familie Markovic? Markovic. Ich kenne einen Kosmin Markovic. Markovic, Kosmin? Kosmin? Moment. Kosmin. Kosmin. Ja. Markovic. Kennen Sie? Ja, Der ist mit seinen Schafen gerade da oben auf der Weide. Da oben? Mhm. Ja, ich sehe die ganz da oben. Und da vorne hat er seinen Hof. Alles klar. Ich gehe da hin. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Das muss er sein. Diesmal muss ich doch endlich Glück haben. Danke. Sehr gerne. Wir haben uns schon gesehen. Rechts könnte er sein, vom Alter her. Mona. Hallo. Sind Sie Kosmin? Ja. Ja? Hallo Kosmin, ich bin Julia. Ich bin Kosmin. Kosmin, ist deine Mutter Elena? Ja.
Du wunderst dich sicher. Oh ja, sehr. Kommt eine aufgeregte Deutsche, aber ich freue mich. Ist nichts Schlimmes. Ich müsste dringend mit deiner Mutter sprechen. Wohnt sie hier in der Nähe? Dort unten. Wo? Neben der Kirche. Ich kann euch gerne hinbringen. Ja? Ja. Okay, und dann erzähle ich zu Hause, um was es geht. Dann gehen wir zu Elena? Ja, können wir machen. Sehr gut, wir gehen zu Elena. Oder liegt ein ganz kleines? Ja, der ist jetzt gerade zur Welt gekommen. Und die Mama kommt? Da. Das ist die Mama. Mama und Kind, wenn das kein gutes Omen ist. Komm, wir gehen zu Elena. Cosmin, welche Hausnummer habt ihr jetzt eigentlich? Da, schließlich. 372. 372. Da hätte ich lang suchen können. Aber egal jetzt. Licht ist auf jeden Fall. Bona. Hallo. Hallo. Elena? Ja. Da. Elena, hallo, ich bin Julia. Ich komme aus Deutschland. Ich bin auf der Suche nach Ihnen. Warum suchen Sie mich? Darf ich vielleicht reinkommen und Ihnen alles in Ruhe erklären? Ja? Ja, ja. Dankeschön. Ich freue mich. Ich habe Timos Mama gefunden. Danke. Schön. Aufgeregt. Ja. Ich habe mich mit deiner Mama zusammengesetzt und dann haben wir in Ruhe geredet. Guck mal. Okay? Elena, ich sehe, dass du jetzt schon sehr aufgeregt bist. Ich bin hier, weil dein Sohn Lucian aus Deutschland dich sucht. Was bedeutet dir das? Felicita. Das macht mich sehr glücklich. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ist das eine glückliche Nachricht? Das sind wundervolle Neuigkeiten. Das wünsche ich mir schon seit so langer Zeit. Kannst du mir erzählen, wie die Situation damals war? Von meinem ersten Ehemann hatte ich 5 Kinder. Er war nicht gut zu uns. Ich habe ihn verlassen und war allein mit den Kindern. Dann lernte ich Lucians Vater kennen. Aber als ich im 3. Monat schwanger war, ist er abgehauen. Ich habe Lucian dann alleine zur Welt gebracht. Leider gab es bei der Geburt Komplikationen. Er hatte eine Verletzung an der Schädeldecke. Er musste einige Monate im Krankenhaus bleiben. Eines Tages bekam ich Besuch von 2 Ärzten aus dem Krankenhaus. Sie sagten mir, dass eine Familie aus Deutschland auf Lucian aufmerksam geworden ist. Diese Familie wollte Lucian adoptieren, aber ich habe sofort Nein gesagt. Sie sagten mir, dass Lucian bei der Familie eine bessere Zukunft haben würde. Ich sollte darüber nachdenken. Ich wollte ihn nicht weggeben. Das war eine schwere Entscheidung. Ich willigte ein und sie haben mir Lucian aus den Armen genommen. Dann sind sie gegangen. Ich habe meinen Sohn nie wieder gesehen. Ich habe jeden Tag ein schlechtes Gewissen. Wenn ich nur wüsste, ob ich das Richtige getan habe. Ob mein Sohn wirklich glücklich geworden ist. Du wolltest nur das Beste für dein Baby. Ich weiß nicht, wie ich ihm das jemals erklären soll. Und ob er mir jemals verzeihen kann. Dein Sohn spricht, obwohl er dich nicht kennt, sehr, sehr gut von dir. Und er hat auch nur warmherzige Gefühle für dich. Ich würde ihn so gerne wiedersehen.
Elena, wie sieht dein Leben heute aus? Mein Leben ist viel besser geworden. Neben dem Haus meiner Mutter konnten wir ein Haus für uns bauen. Fast alle meine 9 Kinder leben hier bei mir. Auch die, die schon erwachsen sind, kommen gerne nach Hause. Wir sind nicht reich, aber es geht uns gut und wir halten zusammen. Wir haben ein einfaches, aber glückliches Leben. Elena, du hast dich bestimmt oft gefragt, wie dein Sohn aussieht. Ja. Das ist dein Sohn heute. Wie schön er ist. Er ist mir so ähnlich. Vergib mir, mein Liebling. Darf ich das Foto behalten? Natürlich. Hallo, Lucian. Ich bin deine Mama. Bitte vergib mir, wenn ich das Falsche getan habe. Seitdem du fort bist, vermisse ich dich. Deine Geschwister und ich warten auf dich. Ich liebe dich über alles. Komm zu uns, Lucian. Ach, heftig. Heftig. Ja. Schön. Ja. Ich habe kein Taschentuch mehr. Egal. Was wünschst du dir gerade am allermeisten? Meine Mutter zu sehen. Deine Mama zu sehen? Mhm. Sollen wir zu deiner Mama fahren? Ja. Die wartet auf dich. Ich würde dich gerne jetzt dahin bringen. Komm. 9 Monate nach der Geburt gab Elena ihren Sohn schweren Herzens zur Adoption nach Deutschland. Bereute das jedoch immer. Jetzt, fast ein Vierteljahrhundert später, sollen sich beide endlich wieder in die Arme schließen. Timo, oder jetzt besser Lucian, da vorne um die Ecke. Wartet ganz sehnsüchtig deine Mama auf dich. Geh zu ihr. Ja. Das bringt dir deine Familie. Oma, Oma. Die ganze Familie begrüßt den verloren geglaubten Sohn. Eine liebe Omi, 5 Brüder, 4 Schwestern. Endlich hat Timo die Großfamilie, nach der er sich immer gesehnt hat. Lucian, das ist das schönste Ding. Ja. Alles Gute. Eine Woche verbringt Timo in Rumänien mit seiner Familie, von der er liebevoll aufgenommen wird. 24 lange Jahre hat seine Mutter auf diesen Tag gewartet. Jetzt sind alle endlich wieder glücklich vereint.